ob New York, Berlin, Zürich. Es ist eigentlich egal. Die Rennstrecke der Formel E ist immer mit in der Stadt Formel E, die elektrische Rennserie, die es seit 2014 gibt und live und exklusiv bei uns auf MySports läuft. Die Rennserie bringt den Sport immer zu den Fans mit in die Stadt hinein. Ja, der Nachteil, den man dann hat, die Rennstrecke die besteht eigentlich nur ganz und komplett während zwei Tagen. Die Rennfahrer haben nur begrenzte Zeit, um sie auszuprobieren. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Rennfahrer müssen sich im Simulator innen auf so eine Rennstrecke vorbereiten. Und die Simulatorenvorbereitungen die sind eigentlich immer geheim, da bekommt man eigentlich nicht viel mit bei den Fahrern. Heute sind wir aber auf dem Weg auf Neuburg an der Donau. Dort ist das Audi Driving Experience Center und wir haben die grosse Freude und natürlich auch die grosse Ehre, dass wir mal in so einen Simulator reinschauen dürfen. Und wir zeigen euch heute in so einer Rennvorbereitung von einem Rennfahrer auf einer Rennstrecke, die gar nicht wirklich existiert, aussieht. In Neuburg an der Donau angekommen, im Audi Driving Experience Center. Und ich kann es gar nicht glauben, ich bin wirklich richtig nervös, wenn wir endlich den Simulator anschauen können. Drinnen warten sie schon auf uns und sagen, let's go! Came from the mud with a pack and a strap and a game full of thugs. I don't cuff no chick, I don't do that shit, I don't give no love. Got a gang full of heat when I come in the street, but he put his hands up. Let's ride! Schon krass, das spürt man so richtig, wenn man hier reinläuft. Da ist ganz, ganz viel Tradition, Motorsport und die jahrzehntelange Erfolge. Das sieht man, wenn man die Manta anschaut, das sind alle Audi-Wachsfahrer. Und einen habe ich vorhin entdeckt, das ist Marcel Fessler. Das ist unser neuer MySports-Experte. Und Marcel, der wartet hier oben auf uns, der will uns unbedingt den Simulator zeigen. Aber bevor wir das machen, für alle die, die die Erfolgsgeschichte von Marcel Fessler im Schweizer Motorsport noch nicht kennen, ein kleines Porträt und einen kleinen Rückblick. Ja, ich komme aus Gross, das liegt bei Einsiedlern am Silsee. Ich bin hier aufgewachsen in dem Dorf, bin eigentlich auch nie weggezogen. Bin immer hier eigentlich verwurzelt gewesen und auch immer zurückgekommen. Und das ist ja meine Heimat. Ja, die Passion vom Rennsport ist bei mir eigentlich schon in die Wiege gelegt worden. Mein Vater war ein begeisterter Rennsport-Fan gewesen. Und ja, ich bin dann früh so durch ihn in Kontakt mit dem Go-Kart-Sport gekommen. Und ja, da hat man natürlich als Kind auf einmal die Träume, Formel-1-Fahrer zu werden. Ich hatte ein Idol, Alain Prost zum Beispiel. Und ich war natürlich vor jedem Sonntag vor dem Fernseher, wenn ein Formel-1-Grand Prix gelaufen ist. Und genau gewusst, das will ich mal werden. Und habe dann nach meinem ersten Sieg in der DTM dann vom Norbert Hauger die Chance bekommen, den McLaren zu testen, damals in Barcelona. Es war ein mehr als ein halber Tag, als ich fahren durfte. Und zwar nicht einfach ein Auto, sondern es war das Auto vom aktuellen Weltmeister Mika Häkkinen. Das war natürlich eine spezielle Ehre. Und konnte so für mich dann auch einen Traum erfüllen. Leider war ich am richtigen Ort, zur falschen Zeit. Aber ich konnte mit dem auch abschließen können, sagen, gut, ich habe es wenigstens für einen halben Tag oder fast für einen ganzen Tag geschafft, Formel 1 Fahrer zu sein. Der grösste Erfolg in meiner Karriere ist ganz klar der 2011, der erste Sieg in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen. Ein absolutes Highlight war für mich, natürlich ein Traum als Rennfahrer. Meine Karriere hat ja in Le Mans eigentlich begonnen mit Formelfahren, weil das Team ist dort stationiert war. Ich werde dann nie mehr vergessen, diesen Moment auf dem Podest oben. Das ist einfach, ja, ich glaube, das ist vergleichbar für mich, wie wenn ein Skirennfahrer Kitzbühel gewinnt oder jetzt ein Tennisspieler vielleicht Wimbledon. Das ist ein bisschen für mich eine Gleichbedeutung wahrscheinlich, wie es für mich bedeutet, Le Mans zu gewinnen zu haben. Ich bin als erster Schweizer FIA-Weltmeister geworden, da in der Langstreckenweltmeisterschaft 2012. Und das ist schon, ich sage jetzt mal, wirklich nur mal einfach nur das Eintöpfchen auf meiner Karriere gewesen, nebst den drei Siegen in Le Mans, die ich insgesamt geschafft habe. Über 25 Jahre Rennsporterfahrung hat der Marcel Fessler und jetzt steht er neben mir, der Schweizer Rennfahrer und heutige MySports-Experte. Er begleitet für uns die Formel E, den hat er sicher schon gehört, kommentieren. Und jetzt steht er hier vor seiner Wand. Marcel, wow, also, das holt ihm fast um, wenn die ganze Wand sieht, die ganzen Erfolge von Audi. Was löst es in dir innen aus?
Ja, aber das ist die ganze Folge von Audi. Ich bin Teil davon oder ein kleiner Teil davon. Mit alle die 24 Pokale, da habe ich ein bisschen mit zu tun. Wenn du uns anschaust, welche gehören dir? Die zwei und der letzte, das sind die zwei, die wir den Gesamtsieg mit meinen Teamkollegen 2011, 12 und 14 können Le Mans realisieren. Was ist das etwas ganz Spezielles, wenn du das jetzt anschaust hier? Was? Ja, wenn man Teil ist von so einer Erfolgsgeschichte, von so einer ganzen Wand. Ja, da ist man schon stolz drauf. Ich meine, es war eine mega Zeit, die ich da erleben durfte mit Audi. Und ja, das ist... Fast 10 Jahre Werksfahrer bist du. Fast 10 Jahre, genau. Und ja, ich meine, es sind so viele Erinnerungen. Und vor allem, wenn man dann halt die Trophäenwand sieht, dann kommen die Erinnerungen wieder wach. Und jetzt kommt eine ganz, ganz spannende und neue Zeit auf uns zu. Die Formel E, die elektrische Rennserie, die wird immer grösser konkurriert, fast schon mit der Formel 1. Und das Rennauto steht jetzt vor uns, der Audi e-tron, wenn du den anschaust. Wenn du das Batmobil siehst, was denkst du da? Was löst das in dir aus, die Faszination Formel E? Also ich finde es gut, dass es wirklich anders ist als ein normales Formel-Auto. Ich muss auch ehrlich sein, ich war am Anfang ein bisschen Skeptiker von der ganzen Sache, wie viele andere auch. Aber seit ich eigentlich Experte bin, habe ich natürlich auch ein bisschen die Materien hineingeschafft. Ich bin auch vorab schon mal im Simulator gefahren, also ich kenne ein bisschen schon etwas von Formel E. Und ja, ich finde dann eben wichtig ist der Sport und wie gesagt, das sind wirklich super spannende Rennen, die auf dieser Strassenkurs gefahren werden. Und das ist das, was die Leute sehen, sie wollen harte Wheel-to-Wheel-Racing und harte Kämpfe und spannend von Anfang bis zum Schluss. Und das muss ich sagen, bietet die Formel E. Und der Marcel hat es schon angesprochen, der Simulator. Er hat ihn schon fahren dürfen, ich bin ein bisschen eifersüchtig. Ich würde auch gerne selber reinhocken, aber das darf ich nicht. Aber der Marcel darf uns den Rennsimulator zeigen, uns alles erklären. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal runter und schauen uns das Ganze an. Ja. Tipptopp. Also, wir gehen runter und schauen uns das Ganze an, oder? Also Gabi, hier können wir in einen Hochsicherheitstrakt, da dürfen nur ausgewählte Leute rein. Wir sehen hier ist Handy- und Fotoverbot. Also da innen geht es um geheime Daten, wo man natürlich nicht will, dass die Konkurrenz diese Daten herausfindet. Darum sind da wirklich nur exklusive Leute drin. Da kann man mit einem Badge rein. Meiner ist jetzt zum Beispiel abgelaufen. Aber man sieht, der alte Hund heisst Denein, also man darf nicht rein. Soll ich einfach klopfen für dich? Wir klopfen rein, schauen, also, ob jemand da ist. Wir aber reinkommen. Genau. Darf ich hineinschauen da? Genau. Guten Tag. So. Das ist jetzt der Ingenieursraum. Genau. So wie man aussieht, ist es relativ leer noch. Jetzt machen die gerade Pause, oder? Genau. Also da sehen wir jetzt alle die Computer, die da aufgeschaltet sind. Da werden die ganzen Fahraufnahmen wieder aufzeichnen. Also man sieht, was für Topspeed man hat, was Kurvenspeed, aber auch vor allem jetzt hier ein wichtiges Energiemanagement. Da wird dann wir gehen doch schnell über und dann kannst du es gerade zeigen, oder? Würde ich sagen, ja, da kommen wir mal mit. Lass mal schauen. Dann kann man die verschiedenen Software ausprobieren, die verschiedenen Strategien, die man versuchen im Simulator fahren. Ja. Und jetzt im Hintergrund sehen wir auch den Simulator, den dynamischen, der hier auf so einer Plattform ist und mit einem Hexapod, also mit diesen Stempeln, dann eigentlich da die Bewegungen simulieren, wenn man es eigentlich in der Wirklichkeit auch hätte. Und man sieht auch die vielen Computer, auch die vielen Arbeitsplätze. Das ist Motorsport, man denkt immer, das ist Einzugsport, aber es ist Teamsport. Und nicht nur der Fahrer, sondern er braucht so ein riesiges Team. Und jetzt im Fall von der elektrischen Rennserie von der Formel E, aber ein Ingenieurteam, ein Software-Team. Genau, da ist ein riesiges Team dahinter. Wir probieren natürlich immer gegenüber der Konkurrenz vielleicht einen Schritt vorwärts zu machen. Und dann braucht es halt einfach Leute, die da ständig daran entwickeln sind. Formel E ist natürlich, was die Software-Strategie anbelangt, etwas vom Wichtigsten. Also das Energiemanagement, dass man das aushalten kann und am besten umsetzen kann. Sprich, so wenig Energie wie möglich brauchen, aber gleich natürlich so schnell wie möglich fahren. Und das ist auch die grosse Kunst bei der Formel E. Komm, wir gehen doch mal schnell in den Simulator rein, schauen, wenn wir das dürfen. Wir sneaken einfach mal rein in den Raum, oder? So, also, da wäre jetzt eben da das eigentlich geheime Objekt, das natürlich alle Teams haben, aber nicht in dieser Art und Weise. Jeder Team hat ein bisschen einen anderen Simulator. Da sehen wir jetzt einen Simulator, der auf dieser grossen Plattform eigentlich schwebt. Da haben wir so Luftküsse da hinten. Oder? Also wenn er in Betrieb ist. Ah, der steht nicht darauf, sondern er schwebt. Der schwebt eigentlich. Und oben drauf haben wir dann zum Nickbewegung, also Bremsbeschleunigen, Rollbewegungen, haben wir dann den sogenannten Hexapod. Also der tut dann eigentlich die fahrdynamische Geschichte simulieren.
Und die langen Bewegungen, das Bremsen, das Beschleunigen wird auf der Plattform gemacht. Oder? Und du selber hast auch schon Simulator gefahren, aber bei dir hat die noch ganz anders ausgesehen, oder? Ja, das ist natürlich auch etwas vom Neuesten. Wir haben damals, als wir das erste Mal angefangen haben, noch statisch hier bei Audi. Wir waren bei einem Formel 1-Team mal eingemietet. Die hatten etwas gehabt, aber es war ein bisschen kleiner, was auch ganz gut war. Aber das ist sicher jetzt sagen wir mal, etwas von der neuesten Technologie, die wir im Simulatorbereich haben. Marcel, die Leute fragen sich natürlich, wie real ist so eine Vorbereitung im Computer innen? Wie fühlt sich das an? Du bist selber schon drinnen gehockt. Also es fühlt sich sehr, sehr real an. Und ich kann eigentlich so sagen, dass man heute so weit ist, dass man wirklich Setup-Arbeiten machen kann. Wir haben was meinst du mit Setup-Arbeiten? Was bedeutet das für die Leute? Setup ist, dass man das Auto abstimmt, was für Federn, was für Sturz, was man für Stabilisatoren fährt. Einfach, um das Auto so einstellen, dass es eben, ich sage es mal, am einfachsten um Kurven geht. Und wir sind so weit gewesen, dass wir gegenüber in der Realität am Schluss nur ein Zettel zeitlich auseinander waren. Also es zeigt schon, man ist extrem neu dran. Aber man muss sich sicher sein, es wird nie hundertprozentig real sein. Es wird immer ein bisschen etwas sein, was halt einfach eine Simulation ist und nicht Realität. Und es gibt viele Rennfahrer, die sagen, sie bekommen Kopfweh, wenn sie im Simulator drin hocken. Wie hast du es selber, wenn du, ja, du hast immer wieder Sessions, ganz lange Zeit, wo du in diesem Ding hockst, einfach von einem Computerbildschirm startest. Das ist etwas Spezielles. Es ist nicht einfach ein normaler Computer. Also das allererste Mal, wenn ich Simulator fahre, ist es mir auch schlecht geworden. Ist es schlecht geworden? Ja, ist mir schlecht geworden. Ich musste wirklich springen. Aber mittlerweile ist es so, dass man sich daran gewöhnt hat. Hast du müssen kotzen? Ja. Aber es kann, ja, du hast nicht drehst, wie du der Letzte sein. Es ist jetzt einfach so, weil es sind doch, ja, wir erwarten etwas anderes und es passiert etwas und es wird einem schlecht. Das kann ich euch versprechen, das wird heute sicher nicht passieren. Gleichwohl schicken wir den Marcel jetzt in den Simulator rein. Ich würde sagen, jetzt bei Rennvorbereitung musst du eine Rennkleidung anlegen. Es ist zwar ein Simulator, aber Rennkleidung musst du anlegen. Oder? Ja, Trainerhosen, aber Trennschuhe ist das Wichtigste. Trennschuhe ist das Wichtigste, also komm, das müssen wir uns zeigen. Bevor ich jetzt ins Auto einsteigen kann, muss ich noch schnell mit dem Ingenieur reden. Also die wichtigsten Sachen, die ich abstimmen, oder? Genau, ich muss ein bisschen wissen, was so das Programm ist. Ich habe das noch nie eigentlich gemacht. Also muss ich ein bisschen wissen, um was es geht, wie ist die Rennstrecke, auf was müssen wir schauen, was ist das Programm, wann er mit mir fahren will. Und das muss ich jetzt mit dem Ingenieur, kommt, mit dem Flo. Schauen, genau. was der Flo, der Ingenieur, meint. Genau. Also Flo, was ist heute das Programm für mich? So, heute machen wir mit dir mal den normalen Ablauf grob durch, den wir auch mit unseren Rennfahrern machen. Das heißt, zuerst wirst du die Strecke kennenlernen, fährst einige Runden wie im freien Training, genau. Das ist Marrakesch heute, haben wir hier auch nochmal in groß auf dem Bildschirm. Hast du ja auch im Auto als Streckenmap nochmal kleben. Die fährst du 10 Runden oder so, bis du dich ein bisschen wohlfühlst mit dem Auto, mit dem Simulator und mit der Strecke. Danach machen wir die Übung fürs Quali. Das heißt, wir schalten auf die 250 kW, auf die Quali-Leistung. Dann trainierst du einige Runden, um deine Bremspunkte neu zu finden, deine Einstellungen für Bremsbalance und alles zu optimieren. Und danach, wenn wir mit Quali zufrieden sind, dann gehen wir zur Energiestrategie fürs Rennen. Fahren dort verschiedene Energielevel, die wir im Rennen erwarten, und optimieren zusammen die Strategie auf die Strecke, dass es auch für dich passt. Also für die Fahrer ist es ganz wichtig, die Strecke kennenzulernen. Und dann geht, das sind die Punkte, die ihr durchgeht, also mal Strecke kennenlernen für den Fahrer. Dann Quali trainieren, weil du nur eine Runde hast, damit man die Bremspunkte schon kennt. Und dann ganz, ganz wichtig fürs Rennen, dann die Energiestrategie rauszufinden. Also das ist eigentlich so die Hauptarbeit. Das sind die drei Hauptpunkte, die wir dort machen. Also genau. Gut. Hört sich gut an. Bist du schon nervös, Marcel, wenn du das jetzt alles gehört hast? Es sind so einfach. Also drei Punkte, die man eigentlich mit dem Fahrer anschaut, bevor man in die Rennstrecke hineingeht. Bist du schon nervös, wenn du das alles gehört? Also Punkte sind eigentlich schon einfach, aber als Fahrer hat man sehr, sehr viel zu tun am Lenkrad. Man muss es einiges einstellen, man muss während dem Fahren rekuperieren. Und man hat dann noch einen Beep im Ohr, wenn man muss Lift-off machen muss, das heisst vom Gas weggehen, und wenn man muss wieder rekuperieren muss. Und das ist alles neu für mich, also ich muss mich auch daran gewöhnen. Ich würde sagen, Marcel, ab in den Simulator rein. Gut. Let's go. Los.
speziell jetzt eigentlich? Der Helm sieht nicht aus wie ein normaler Helm. Ja, das ist ein Jethelm. Ja. Und weil man ja nicht auf einer Strasse fährt oder so, ist auch keine Gefahr, dass ein Stein oder etwas ins Auge kommt. Und es ist angenehmer halt als ein geschlossener Helm in einem Simulator drin. Wir sind aber hier mit Funk verbunden, auch zu der Mission Control, also zum Imagineer, zum Flo. Wir haben da drin auch schon Kopfhörer drin. Ja. Und so kann man gerade auch während dem Fahren so kommunizieren. Marcel, würde ich sagen, ab in Simulator mit dir und ich passe natürlich vom Ingenieurraum auf, der noch nichts passieren kann, oder? Nein, das kann nicht passieren. Okay. Top, viel Spaß. Danke, merci. Zurechtfinden in dem Ganzen, wo überhaupt die Kurven kommen. Im Simulator fährt man halt einfach gerne schon mal ein bisschen drauf los. Und dann halt, weil es kann eigentlich nichts passieren, auch wenn man in die Mauer reinfährt, das Auto geht nicht kaputt. Kurve nice, eher ein bisschen schnellere Kurve. Oh, jetzt bin ich ein bisschen zu schnell reingefahren, leicht stehendes Rad gehabt. Ja, leicht angeschlagen, aber nicht so schlimm. Wenn es wichtig ist, die Kurve da hinten, Kurve 3 abbremsen. Die ist ganz, ganz schwierig. Weil man kann sie nicht gerade abbremsen. Früh ans Gas, das ist auch wichtig. Da nicht überschießen. Genau, nicht so. Ich wollte probieren, viel Geschwindigkeit mitzunehmen. Das ist mir nicht gelungen. Und schon verliere ich recht viel. Ich probiere Geschwindigkeit mitzunehmen. Oh, das war schnell. Ich wollte ein bisschen zu viel. Nicht zu spät auf die Bremse. Das ist eine enge Kurve, Kurve 9. 10. Jetzt kommen wir auf Kurve 11. Nach dieser langen Geraden. Auch hier eine ganz enge Kurve, die folgt. Nicht zu spät. Vorher war ich tendenziell immer ein bisschen zu spät. Den Körper ein bisschen mitnehmen, nur ein bisschen. Und jetzt hier ist wieder wichtig, den Scheitelpunkt zu verwischen und vor allem die Geschwindigkeit auf den Startzielgeraden mitnehmen. Ganz, ganz wichtig. Also deine Bremspunkte, Marcel, schauen schon ganz gut aus. Momentan willst du, glaube ich, eher ein bisschen zu viel. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Also deine vorletzte Runde war eine 1,24. Eine Referenz wäre um die 1,20, aber die war noch mit Verbremse. Was stimmst du jetzt mit Marcel ab hier jetzt auf dem Bildschirm? Für was ist jetzt die Kommunikation hier genau zuständig? Also ich gebe ihm jetzt gerade erstmal ein paar Runden Zeit, sich an die Strecke zu gewöhnen, seine Bremspunkte zu finden, die Kurvengeschwindigkeiten. Und wenn ich dann sehe, dass die Rundenzeiten im Bereich dessen sind, was unsere beiden Rennfahrer fahren, dann werde ich eine Runde laden und übereinander legen. Eine Runde von ihm mit einer Runde von unseren Rennfahrern und dann können wir darüber reden, wo er noch an seinen Bremspunkten arbeiten kann oder an der Fahrlinie und so weiter. Aber jetzt zuerst mal, dass jeder Fahrer so ein bisschen seine Form bekommt, der muss ein bisschen reinkommen. Genau, also wir lassen die Fahrer da in Ruhe am Anfang, wir lassen die erst mal 10 Runden oder 20 Runden am Stück fahren. Dass sie sich an die Strecke gewöhnen. Jetzt gerade Marcel kennt die Strecke nicht, ist Marrakesch noch nicht gefahren. Da braucht er natürlich ein paar Runden mehr Zeit. Da bringt es jetzt nichts, schon Daten anzuschauen in der ersten Runde. Anders ist es natürlich, wenn wir eine Strecke genau kennen oder der Fahrer die Strecke schon kennt, dann kann man schneller einsteigen in die Datenanalyse. Normalerweise haben wir da natürlich noch viel mehr Werte drauf. Das ist jetzt ein stark reduziertes Layout, weil wir das relativ schwierig ist, das auszusortieren, was verdaulich ist und was nicht. Deswegen kontrolliere ich hier hauptsächlich auch seine Schalterstellungen, also für die ganzen Systeme, die wir im Auto haben. Welche Leistungslevel eingestellt ist, welche Bremsbalance, welcher Energiemodus und so weiter. Das kann ich hier alles kontrollieren. Das können wir im echten Fahrzeug am Rennwochenende leider nicht, weil es keine Telemetrie gibt. Da müssen wir uns auf den Fahrerfunk verlassen. Ja.
jetzt bin ich im REM-Modus. Das heisst, ich muss jetzt mit dem Energiemanagement haushalten. Das heisst, ich höre 3 Beeps. Ich höre jetzt 3 Beeps. Und dann muss ich vom Gas weg. Und beim Pop, bei einem tieferen Ton, muss ich rekuperieren. Dann habe ich das Pedal am Lenkrad, das ich ziehen muss. In dem Moment, wo ich rekuperiere, das ist eigentlich wie eine andere Bremse. Oh, oh, oh. Es ist eigentlich gewaltig, wie früh man muss vom Gas weg. Also das ist schon eine ganz andere Geschichte, wieder jetzt voran, als wir Vollgas gefahren sind. Verliert er relativ viel, jetzt bin ich schon weg vom Gas. Also etwa 200 Meter vor dem Scheitelpunkt bin ich eigentlich schon vom Gas weg. Es ist auch massiv, wenn man da gerade Zeit verliert. Jetzt bin ich schon vom Gas weg und jetzt erst bremse ich. Also es ist wirklich gewaltig, wenn man das muss. Ja, es war recht interessant, vor allem jetzt im Race-Modus mit dem Lift-Up. Also das ist ja natürlich nicht der Fahrstil, den ich gekannt habe. Also es ist schon, ja, es ist ein anderes Fahren, aber es ist recht schwierig. Und Marcel hat schon richtig eine heisere Stimme, weil wir ganz viel müssen mitkommentieren müssen. Ja, das ist heute genau. Was du machen willst. Flo, wenn du jetzt die Fahrt von Marcel angeguckt hast, wie weit ist Marcel schon in der Rennvorbereitung für Marrakesch jetzt? Ja, Marcel, was hattest du für ein Gefühl? Schon auf, ja, auf, ich hatte so meine Problemkurve, Kurve 4, also respektive Ausgangs 5, habe ich immer viel Zeit verloren. Und dann, wie du gesagt hast, 7, obwohl für mich 7 gar nicht so schlimm angefühlt hat, und 10 habe ich es oft verkackt. Genau, also an den ich überschossen. An den beiden Stellen, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ja. Ich denke, da bräuchte man noch ein bisschen, muss man an den Einstellungen auch noch ein bisschen arbeiten für dich. Ja, ich glaube, das ist mehr eine Fahrersache. Also, genau, das muss man sich ein bisschen an dich anpassen. Aber dann bist du dabei und dann wird es jetzt weitergehen. Dann sind wir jetzt vielleicht bei 20% der ganzen Vorbereitung. Das Quali-Prozedere mit Reifen, Aufwärmen und so weiter üben. Und dann, was du jetzt schon ausprobiert hast, die Rennvorbereitung, Energiestrategie optimieren. Das ist schon schwierig. Also ich muss echt sagen, es ist wirklich schwierig, weil es ist so viel strategisch. Also man kann nicht, so wie ich gewohnt bin, sagen wir mal traditionell Rennfahren. Du musst noch ein bisschen was nachdenken. Ja, oder? Genau. Das ist die Challenge auch für die Fahrer. Und auch die Bremspunkte, jetzt vor allem fürs Rennen, der Bremspunkt verändert sich andauernd wegen dem Liftoff. Und im Qualifying ist das Sag natürlich kurz, nochmal... Sag kurz, was Liftoff ist. Liftoff ist, wenn du vom Gas gehst, quasi zum Energiesparen. Also in dem Sinn, wenn du hinsegelst, Coasting sagt man es in Fachsprache, also du machst Coasting und dann rekuperieren und dann wieder bremsen. Und das hast du wieder einen neuen Bremspunkt. Und ich als traditioneller Rennfahrer, wir versuchen halt so lange wie möglich Gas zu geben und dann bremsen. Und hier muss man sehr viel mit Management tun.
Und speziell, wir haben jetzt da nicht viel Zeit verbracht in diesem Simulator, in dem Flo. Das ist schon krass. 99% der Vorbereitung passiert hier, nicht an der Rennstrecke selbst. Rennstrecke ist dann nur noch letzte Details. Das ist richtig. Rennstrecke, da ist der Zeitplan so komprimiert mit diesen Eintagesveranstaltungen und den kurzen freien Trainings, dass wir hier eigentlich komplett aussortiert sein müssen und an der Rennstrecke nur noch reagieren, was anders ist als erwartet, und dann schauen, ob die Vorbereitung passt. Zwei Drittel von der Vorbereitung hast du jetzt noch vor dir, Marcel, und du hast noch ein einziges Ziel, sind wir ehrlich, oder? Ich bin am Fahren, ich muss jetzt die Zeit noch schlau von diesen. Von diesen, vom Lucas Di Grassi, vom Daniel Abt, viel Spaß, ab bis im Rad mit dir. Danke.